Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abonacho, herzlich willkommen in 7 Days to Die. Wir sind beschäftigt, deswegen gehe ich jetzt auch gerade wieder runter. Und Lars ist schon kräftig dabei. Grüß dich, Lars. Grüße. Ich bin am Biene. Oh je, je. Ich höre da auch schon ein bisschen was. Vor allen Dingen wollte ich ja an sich jetzt die ganzen Spucker erstmal loswerden. Aber es hört sich so an, als wärst du mit denen schon beschäftigt. Ich habe sie, glaube ich, schon zerstört, aber... Alle? Ja. Also es waren mindestens drei. Ich habe zwei auf jeden Fall. Dann fehlt noch mindestens einer. So, die Biene hat mich überrascht. Ich muss mal kurz das First Aid Kit nehmen. Dafür ist es ja da. So. Oh ja, da ist noch ein Spucker. Und da kommen noch zwei. Also wir kriegen hier... Jetzt muss ich aber laufen gehen hier. Das sind die Holzfällerbuben, wie ich gerade feststelle. Ah, ich muss da mal gucken. Also die müssen auf jeden Fall dazwischen weg. Da sind zu viele, die mich anspucken. Und da sehe ich noch einen. Und rechts, links, überall ist hier Party angesagt. Bin gleich da. Bin gleich da. Ja, ich habe nur so eine Biene hinter mir gehabt, die wollte mich unbedingt stechen. Das wird hier auf jeden Fall interessant in dieser Folge. Und dann werden die Leute auch verstehen, warum ich hier einen Cliffhanger gesetzt habe, wenn die hier gerade mal sehen. Au, verdammt. Jetzt muss ich hier auch erstmal ganz schnell in Sicherheit gehen. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin jetzt an dem Bullen dran. Ich werde jetzt erstmal den Schreier töten. Ja, ich komme auch sofort wieder. Ich wollte nur schnell in Ruhe ein First Aid Kit nehmen. Ich bin nämlich beinahe tot. Und ich wollte an sich gar nicht sterben. So. Oh, die haben Bäume gefällt. Ich habe mal welche eingesammelt. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn hier nicht so verdammt viele Zombies wären, dann hätte ich ja mitgeholfen. Aber ich werde hier gerade von allen Seiten durchgehend angespuckt. Glück gehabt. Okay. Da sind vier Stück. Ich sehe vier Stück. Okay. Na gut, solange sie mich verfolgen, können sie auf dich nicht losgehen, was ja auch nicht so verkehrt ist. So, müssen wir mal weiter gucken. Also, wenn wir uns jetzt hier gerade ein klein bisschen angestrengt anhören, dann keine Panik, es ist normal. Es ist so. So, sehe ich denn jetzt hier noch einen Spucker? Ich sehe keinen, ich höre keinen. Oh, doch, da ist er wieder. Wo ist er? Zombie, ganz viele Zombie. Okay. Explodiert. So, ach so, übrigens, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich Sonja mit Petra verwechselt. Warum? Das ist also Sonja und die Nummer in Rot ist dann Petra. Lars, komm, ab nach Hause, die fangen gleich an zu laufen. Und dann kriegen wir sie hoch zu Zombies in der Mitte. Zum Schutzwall. Einmal ganz schnell hoch auf den Schutzwall. Und dann lass sie da hochlaufen, dann ist das alles nicht so wild. Achte auf dein Essen und Trinken. Weil es dauert nur noch ein paar Ingame-Minuten und dann fangen die an zu laufen. Sag mir, wenn du unten bist, dann mache ich die Tür auf. Ja, ich habe gerade keine Puste mehr. Ich bin... Lauf ohne mich! Okay, dann versuche ich dich von hier oben insofern zu schützen, dass ich den Hintern freizuhalten. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin gleich da. So, ich sehe dich nämlich leider gerade ab. Machen die denn hier unten kaputt? Ah, da unten bist du. Nee, komm, erstmal bitte hier oben auf den Schutzwall rauf. Lass die da unten ruhig ein bisschen durchbügeln, das ist egal. Und diesen Hund, das geht mir. Ich sehe da unten gar keinen. Im Wasser. Oh, lauf, die kommen. Ich hab's gehört. Noch gehen sie da, haben wir noch Glück. Ich bin jetzt auch speziell mal wirklich Richtung Spucker. Ich möchte mir da die Munition für aufbewahren. Das heißt, hier können wir mal gucken. Siehst du, wie sie Samba tanzen? Mhm. Ist eine feine Geste.
Aber ich sehe momentan keine Spucker mehr. Ich weiß aber, wir hatten noch zwei Stück. Oder hast du die besiegt? Nein, die habe ich alle besiegt. Oh, ich das ist schon mal... Ich habe sie zum Selbsttöten angeregt. Das ist schon mal sehr fein. Hier sieht es auch ruhig aus. Das heißt, wir könnten jetzt Glück gehabt haben und könnten... Nur da waren doch noch so verdammt viele Zombies. Wo sind die alle hin? Die sind alle ins Wasser runter. Ach, die... das ist jetzt gar nicht so schön. Da war ich wahrscheinlich zu schnell weggelaufen. Und jetzt hocken die da unten alle rum. Deswegen war ich ja noch da unten, aber... Ja, aber jetzt fangen die an. Da ist halt ein Hund und ich möchte jetzt nicht runter. Nee, also wenn die jetzt... Ich bin übrigens Hazard. Ich werde mir mal eine Pille holen. Ja, hol dir mal eine. Hast ein bisschen Zeit. Und wir können jetzt leider tatsächlich einfach nur warten und können nicht mehr wirklich viel machen. Ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr schade. Das hätte eine zweite, eine dritte Zombies-Nemesis werden können, aber ihr hört's. Nee, Lars, es könnte sein, dass die noch nach oben kommen. Es sieht so aus, als wären die dort, wo ich das Loch reingegraben habe. Ja, die anderen sind unterm Haus. Da ist auch ein Hund, der ist da quasi hin und wollte da bleiben. Ja gut, unterm Haus stört mich das nicht. Aber wenn du gleich hier mal hörst, dann hört sich das sehr danach an, als wären die dort, wo ich schon mal das kleine Loch in die Erde reingegraben habe. Und graben sich dort jetzt weiter nach oben. Oh, die töten sich selber. Hört sich schwer danach an, ne? Ist auf jeden Fall ordentlich Betrieb. Aber du hörst, was ich meine, ne? Oh, da ist noch ein Spucker. Ja. Aber du hörst ja auch, was ich meine, wo die sich hier durchgraben. Mhm. Ja. Das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich nochmal richtig Spaß hier kriegen. Ich muss sagen, ne, so eine Mauer, die hier bis rüber gehen würde, das wäre schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Jetzt können wir eigentlich nur warten, bis sie sich hier durch den Boden gegraben haben. Und können mal gucken, was da alles rausgeschossen kommt. Nichts Gutes, würde ich sagen. Ich befürchte das auch, ja. Es wird auf jeden Fall eine Menge sein. Wenn sie hier durchbrechen, dann wird es ordentlich. So hört sich das zumindest an. Und dann kommen 4 Zombies raus. Juhu! wenn du hörst, was da rumgeprügelt wird, dann würde ich sagen, das sind mehr als 4 Zombies. 5. Okay, sind es 5. Nun, die sollen aber auch endlich mal arbeiten. Also ich meine, die sind immer noch nicht oben. Dabei haben wir denen sogar schon was vorbereitet. Ja, 9 Pfeile habe ich noch. Ich habe auch nicht 10, wirklich viel. 10. Aber ich kann noch ein bisschen Holz quälen. Oh doch, ich habe. Komm her. Ich habe. Bist du hier? Mhm. Okay, bitteschön. Dankeschön. Ich kann auch nochmal 3 machen. Du hast jetzt wieder mal die Hälfte von dem, was ich habe. Da hinten ist ein Spider-Zombie. Ja. Solange der hier nicht raufkommt, ist mir das relativ egal. Hab ihn. Sehr schön. Nochmal schnell 3 Pfeile nachziehen. Wo sind sie denn? Da hinten ist noch einer. Ah ja. Ich treffe ihn nur nicht, weil er sich bewegt. Die. Ja, das da. Ist, wenn die am Krabbeln sind, ist das nicht ganz einfach. Ich höre noch einen links von dir. Die sind sich hier immer noch am Durchgraben. Ich bin mal gespannt, wo die rauskommen. Tatsächlich. Also irgendwie haben die sich jetzt hier offensichtlich woanders reingegraben. Und ich kann aber derweil, komm, diesen einen Baum sammeln, den schmeiß ich jetzt mal weg. Hast du genug zu trinken? Ja. Gut, ich sehe nämlich gerade, ich hätte es beinahe jetzt wieder vergessen. Das ist dann nicht so ganz einfach. So, kommen wir einmal lang. Das waren echt viele Hunde, muss ich sagen. Ja, also ich habe mir jetzt auch gedacht, wo du sagst, oh, da kommen 2 Hunde. Ich denke, naja, schön. Okay, also ich höre 2 Spucker mindestens. Die machen da unten ein Fenster rein. Ein Fenster? Mhm. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ein Fenster ist doch gut. Kann man so schön abschießen und alles ist gut.
da kommen die raus. Ja, das ist ja lieb von denen. Das ist ja richtig lieb. Dann kann ich nebenbei schon mal ein paar Porches wieder machen, die wir eigentlich aufstellen wollten. Und ein paar Campfires. Ja, das ist ja natürlich gar nicht mal so schlecht, wenn die sich da direkt rausbügeln. Oh, die sind unter unserem Gebäude im Wasser. Hast ja, du das gesehen? Ist schlecht. Das ist tatsächlich nicht sehr schön. Hm, ich komme da auch. Ui, nein, jetzt müssen wir die Türen mal kurz auflassen. Mhm. Dass wir müssen so ein bisschen locken und dann irgendwie nach oben ziehen. Ja, wenigstens die Tür hier zu. Mhm. Und sobald wir was Falsches sehen, müssen hinter wir. Hinter dir! Hinter mir? Was ist denn hinter mir? Eine Krankenschwester. Du hast die Tür wieder zugemacht. Ach, eine Krankenschwester. Oh, hier ist aber nicht nur eine Krankenschwester. Ich höre hier noch ein paar andere. Mal einmal gucken, wo habe ich denn hier einen gehört? Hm, offensichtlich doch nicht so nah, wie ich dachte. Das bist du? Ja, hier sollten die sie eigentlich durchgraben. So war das gedacht, haben sie nicht gemacht. Oh, pass bloß auf, du hast da unten absolut keinen Schutz. Und ich höre eine Menge da unten. Ja, ich habe Hunde hier. Ja, lauf. Ich lauf da schon. Jo, und da ist auch ein Polizist hinter dir, ja? Mhm. Ich mach mal eine Kehrwende. Geh hoch. Ja, ich gehe jetzt auch mal kurz Richtung Tür. So, komm rein. Und Tür zu. Und ab nach oben. Nein, was machst du? Lars. Ist das dein Ernst? Ich nicht zu. Nee. Jetzt haben wir hier einen Hund drin. Der lässt sich nicht mal abschießen. Ich fehle gerade, es ist viel zu spät. Also der Hund hat jetzt 6-mal Schrot in den Hintern gekriegt. So, einer ist endlich mal weg. Ach verdammt. Und ich habe keine Pipebombs dabei, das ist jetzt mal sehr schade. Die haben die Leitern kaputt gemacht. Ne? Das ist nicht so wild. Dann kann der Hund nicht wirklich viel tun. Damit kann ich leben, solange ich hier nicht runterfalle. Dann müssen wir jetzt mal kurz hier oben bleiben. Ach, mein Rucksack ist da oben, warte mal. Moment, jetzt haben wir's. Okay. So, lass mir mal bitte einmal vorbei. Moment, ich habe meinen Rucksack gerade im... Ja, ich mach mal derweil schon mal ein paar Leitern. So. Ja. Und dann gucke ich mal weiter. So, jetzt darfst du. Also ich muss von außen, muss ich ran. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier... Da haben wir einen Schnorchel. Das ist gut, das bedeutet das Ende der Horde. So, kannst du mich mal kurz schützen? Weil ich werde unten aufmachen müssen und den Hund erschießen müssen. Warte mal kurz. Damit wir da wieder rankommen. Lass mich das mal machen. Wie willst du das denn machen? Ich bin Gast, ich darf das. Moment. Warum habe ich denn immer noch 15 Wasser in der Tasche? So was Verrücktes. Lars, dann komm mal bitte einmal her. Einmal hier rüber bitte, da haben wir viel Platz zum Ablegen. 3 Leitern. Bitteschön. Damit du auch wieder hochkommst, mal einmal aufnehmen. Super. Und ja, pass auf. Dann stelle ich mich jetzt mal hier hin und versuche mal den Eingang zu schützen. Ja. So, ich sehe noch nichts, aber denk dran, da ist ein Hund drin. Jetzt sag nicht, du gehst da von oben rein. Bist du dann verrückt? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Und ist der Hund kaputt? Nee, gleich. Okay. Der springt da von oben rein, direkt auf den Hund. Hm, jetzt ist er kaputt. Wunderbar. Ich dachte, ich bin irre. Allerdings. So, hier unten ist immer noch Party. Das ist auch sehr schön. Dann kann ich da mal mich kurz drum kümmern. Gucken, was wir da Schönes haben. Oh, ist hell.
Die rennen nicht mehr. Ja, trotz alledem. Da kommen neue Zombies, eine neue Horde. Mach keinen Quatsch. Ernsthaft? Doch. Wo denn? Von Südosten. Oh shit, jetzt bin ich hier irgendwo runtergefallen. Da ist schon wieder ein Loch in der Decke. Dann werde ich die Decke auch mit Dingens klar machen müssen, so wie es ausschaut. Gut, aber wenn sie nicht mehr laufen, dann ist das so schlimm nicht. Dann kann man die mal eben mit dem Spike Club fertig machen. Okay. Ich sehe, was du meinst. Ja, nein. Ach, lass das. Wo sind sie denn? Okay, da ist Horst. Der ist jetzt direkt mal nicht mehr da. Na. Jetzt wollen sie mich hier aber. So, ein bisschen Übersicht bekommen. Lass das. So ist fein. Also die haben von der Säule den... Ne, haben sie nicht, oder? Irgendwie doch. Irgendwie scheint das hier... Können wir gleich mal direkt... Können wir gleich mal ein bisschen direkter nachschauen. Wir machen diese Folge jetzt auch ein kleines bisschen kürzer natürlich. Wir haben auch schon wieder 16 Minuten rum. Ganz einfach, weil die letzte Folge so extrem lang gewesen ist. Oh ja, hier kommen aber noch ein paar. Also der Fels sieht aus wie Palast von andersrum. Also der Palast, Turm. Palast von andersrum, das ist auch nicht schlecht. Ja, da gefällt mir. Wo also steht zumindest denn? Hast du jetzt eine schöne Ader da drin. Da kannst du schön deine Erze rausholen. Ja, das ist gut. Oh, ich habe keine Munition mehr, stelle ich gerade fest. Wenn es klickt, ja, das ist sehr ungünstig. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt haben sie die größte Arbeit selber gemacht, hier die Zombies. Das ist doch fein. So. Jetzt nehmen wir die Krankenschwester da hinten noch mit. So, wie sieht es bei dir zombie-technisch aus? Bin gleich durch. Nur noch ein Kriecher und ein Dicker. Okay. Und, Big Mama. Also jetzt werden wir uns definitiv First Aid Kits machen müssen. Weil ich bin zumindest auch schon wieder fast tot. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Naja, jetzt habe ich auch zwei Tote, ne? Ja, das meinte ich eigentlich weniger, wie es dir jetzt aktuell geht. Ich habe zwei Tote. Naja, du zwei, ich zwei. Ist ich mag ja auch das nicht schlecht. Zu sterben. Ich auch nicht. Also geplant war das bei mir auch nicht. So. Steigert dann die Dramatik. Auf jeden Fall. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob ich noch ein First Aid Kit da habe. Tu ja alles für die Einschaltquoten, weißt du? Auf jeden Fall, natürlich. Und auf der anderen Seite im Wasser sind auch wieder welche. Ach, leck mich doch. Mhm. Ich stelle gerade fest, es gibt kein First Aid Kit mehr. Und ich habe nicht mehr sehr viel Leben. Und ich glaube, ich habe eine Painkiller. Ja, ich hab jetzt noch eine Blutungsbinde mit roter Kreuzbinde gesehen. Boah, hinter mir war eine Krankenschwester. Die pfeife ich mir jetzt mal eben rein. Das gibt auch wieder ein bisschen Leben. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So viel steht fest. Stimmt, von... wieso kamen die dann nachher? Ich hab eine Bandage für dich. Ja. Ich hatte... Das ist sehr gut. Und den Painkiller für dich. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, dass ja die Horde wieder anstand. Ja, habe ich auch vergessen. So. Ich bin wieder ein klein wenig aufgeladen. Unten hört es sich so an, als wäre es schon wieder fast Ruhe. Entschuldigung. Nee, es ist fast Ruhe. Ja, ja, ein oder zwei sind wohl noch da. Hier irgendwo im Berg. Ich habe hier noch eine Schwester schwierig, so. Mhm, ich höre schon, da ist noch, was ist denn dort noch? Komm, hauen wir auch weg. No, ich habe ja noch Pamela. Hier, da kommt noch eine Schwester schwierig. Und noch eine Pamela. Und ja, eine Antibiotik und eine Bandage habe ich gefunden. Ja, das ist nochmal fein. So, was hast du dabei?
Ah, wir können ein Plot-Tor-Kit. Cool. Das ist fein. Nee, Plot-Tor-Kit, sondern Plot-Bag, so rum. Das ist Plot-Bag. sehr fein. Biene tot, Biene hängt in der Luft. Fällt jetzt runter. Nee, sie hängt. Cool. Sie bleibt einfach. Jetzt fällt sie runter. Die hat da tatsächlich die ganze Zeit gehalten und jetzt am Schluss ist dann runtergefallen. Jo. Also bei dir ist jetzt alles klar, sagst du. Ja. Das ist sehr fein. Ich mach mal gerade meinen Spyclub wieder in Ordnung. Bis auf das gerade wieder anfängt mit Lecken. Ja, das ist schlimm, ne? Das Das Schlimme war, bei der ganzen Zombie-Horde hat es nicht geleckt, aber jetzt. Das könnte eventuell daran liegen, dass rechts von uns eine Horde ist, so wie sich das anhört. Ich bin mal gerade am gucken. Nee, doch nicht. Da habe ich mich offensichtlich verhört. Aber ich höre hier definitiv mehrere Zombies. Es könnte auch sein, dass die noch im Berg drinne sind. Oh ja, das kann sein. Da habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Oh Aber ja, so eine. wir. Oh, mit Spucker. Das ist noch die restliche Ferrol. Ja. Hallo? Guten Tag. Wie kriege ich euch jetzt da raus? Mal gucken. Platzverweis. Ja, ich bin tatsächlich gerade mal am Schauen. Entschuldigt, Kinas. Hallo? Darf Ihr ich mal? dürft. Moment, da ist Polizistin. Wollte ich mal ganz kurz rauslocken. Hm. Weg, 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 weg. Da kommt nämlich Polizist. Ach, jetzt dreht er auch erst noch Pirouetten hier. So. Darf ich mal? Gehst du weg? Ja, du darfst. Da ist jetzt Polizist direkt voraus. Lass mich mal. Weg. Ja, und weg ist er. Der hat aber Nee, so nee, eine. noch nicht. Der Noch ist noch am nicht. Leben. So, das wird. So, jetzt hat er von mir auch noch ordentlich eingekriegt. Ach, der lebt immer noch. Weg, weg, weg. Ja, lauf. Und weg ist er. So, jetzt wollen wir mal gucken, da waren ja noch ein paar drin. Das klingt ja immer wie so ein Furzlästle, ey. Ja, schlimm, ne? Oh, ich habe einen Painkiller gefunden. Das ist schon mal sehr Oh, gut. Schwestern. Und Polizist Und ein vor dir. Polizist. Oh, raus, raus, raus. Wieso haben die blöden Hunde den Weg nicht nach oben gefunden? Ja, komm her, Schwesterchen. So. Ganz hinterhältig von der Seite habe ich sie jetzt eingenatzt. Weg, 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 weg. Ich höre es, ich höre es. Und ja, tschüss. Fein. So, was haben wir denn da noch drin? Schade, dass ich den nicht looten So, durfte. Horst ist da. Horst ist da. Vorsicht. Horst macht immer so komische Sachen. Dieser nicht mehr. Auch einen Knochen hat er dabei gehabt. Ich höre aber noch was. Auch das ist Tom. Machen wir so. Dann haut es auch hin. Und da ist, wer ist denn da noch? Das ist jemand, der hat zu lange in der Sonne gelegen. Vorsicht, Vorsicht, Pamela. Und ich kann ihn schießen. Ist okay. So, einen hat das schon abgekriegt. Ich gehe hin. Ja, einen hat das schon erwischt. Ich höre aber noch einen. Ach, die wollten hier durch. So. Ach, hier wollten die durch. Na, das dürfen sie auch. Da fallen sie auf andere Seite wieder raus. Und, Auf der anderen unten ist ja noch so eine Minenloch. Da müssen wir nochmal hin. Ich sehe. Hier. Da sind sie. Ich sehe. Da Ich ist er. sehe, ich sehe, ich sehe tatsächlich keinen. Wo bist du hin? Unten. Okay, wir gucken einfach mal. So. Ach, da bist du. So. Sonst noch jemand dort? Noch jemand, kein Fahrschein. Ja, also der Berg, Ich würde mal sagen, künstlerische Freiheit. Künstler an die Macht, meinst du? Oh, so in etwa. Ich höre. Oh ja. Au, 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 au. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Schnorchi, du blöder Hund, komm her.
kriegst aber erstmal einen, aber sowas von. So, oh. Das Problem ist, meine Keule ist gleich kaputt. Dann geh mal kurz zurück. Ich habe ja meine Keule repariert. Damit sollte ich das hinkriegen. Nimm jetzt einen Hammer. Ja, das ist nur noch Pilz bei mir und ich guck mal, was die Schwester dabei hat. Na, das hat sich aber nicht gut angehört. Nichts, war so blau angelaufen und... Ah ja. So, jetzt haben wir es dann endlich geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, wir beenden diese chaotische Folge. Wir haben nämlich, ich wollte es ja eigentlich kürzer machen. Ja, wir haben schon wieder 25 Minuten rum. Hier, ich habe da was für dich. Kannst du ein First Aid Kit bauen, wenn wir Alkohol gefunden hätten? Ja, Alkohol haben wir oben da drin. Das ist das kleinere Übel. Das ist sehr schön, danke. Ja, und dann kann man hier mal einmal rüberschauen, wie es bisher ausschaut. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, seid ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal, dann abonnieren ist das neue Abonnieren. Genau. Lars. Ja, wir sind fertig. Mit Nerven und mit der Ohr. Also, das war schon echt krass gerade. Auf jeden viele Fall. Hunde und wir dachten, naja, Hunde, da mache ich und dann kommen die Polizisten und ich dachte mir, nein, das kann ja nicht sein. Und dann war es doch eine Färbung. Ja, okay, dann hören und schwimmen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye. Tschüss.